Willkommen zum nächsten Bemal-Tutorial im Imperial Assault Star Wars Universum. Und zwar heute werden wir diesen Commander bemalen. Das ist Gideon Argus. Und ja, dann nähern wir uns dem Ende, weil dann brauchen wir nur noch den und die Jedi-Ritterin. Und dann sind wir fertig. Okay, ich werde mich an dieses Farbschema halten und damit fangen wir auch direkt mit dem Mantel an. Ich denke, der Mantel wird ganz gut mit Bleachbone aussehen. Dann nehmen wir einen Large Brush und hier drin ist es schon relativ gut verdünnt. Und ja, dann malen wir einfach mal den kompletten Mantel an. Da sieht man auch schön, das ist nicht brockig, die Farbe, sondern die läuft sehr gut in die Rillen rein. Und das wird nachher eine sehr glatte Schicht, also nicht fleckig sein. Das könnte man natürlich auch mit Airbrush machen, ist aber auch dementsprechend laut. So sieht es eigentlich schon mal ganz gut aus. Natürlich habe ich das Modell vorher gewaschen, entgratet und dann mit Weiß, Hobbyline Weiß grundiert. Sieht auch gar nicht so fleckig aus. Und wichtig ist, dass man es von unten auch den Mantel anmalt. Was mir an dem Modell nicht so gut gefällt, eigentlich ist es super. Auch ganz gut modelliert, auch vom Gesicht jetzt hier, der Bart. Aber mir gefällt nicht, wie er die Waffe hält. Der hält die irgendwie so ein bisschen komisch. Naja. Dann malen wir als nächstes das orangene Hemd an. Den nehmen wir einen kleineren Pinsel noch, weil das Hemd ist nicht sehr groß. Dann müssen wir natürlich am besten, macht man es natürlich, wenn alles getrocknet ist. Ich mache das oft, aber nicht, weil ich nicht so viel Zeit habe. Nehmen wir nur ganz wenig Farbe. Und dann ganz langsam vorarbeiten. Der hat einen rollgeraden Pullover an, oder ja, auf jeden Fall auf dem Bild sieht es so aus, also kann man bis zum Bart hochmalen. So sieht es schon mal aus und ich kann eigentlich jedem empfehlen, auch mal andere Figuren zu bemalen, nicht nur immer die gleichen, also wie bei mir jetzt nur Orks, weil da kommt man auf ganz andere Farbkombinationen, zum Beispiel Bleachbone und Joker Aero Orange, sieht eigentlich ganz nett aus. So, als nächstes werden wir jetzt oben den Mantel, hier oben die Schultern mit Graveyard Earth bemalen und die Hose auch. Ich denke, das passt ganz gut. Auf dem Bild hat die Hose zwar ein bisschen andere Farbe noch, aber ich denke, das ist gut. Relativ flüssig und wenn es nicht richtig decken sollte, kann man es ja immer noch mal nachmalen. So, und als nächstes malen wir die Stiefel, die Waffe und das Base Aberdon Black, wobei die Gürtelschnalle mache ich auch schwarz, aber erst wenn alles getrocknet ist. Man sieht, das glänzt noch ein bisschen. Also Big Brush,
Large Brush. Und ich fange mit Base an. Über die Stiefel drüber. Da muss man nur vorsichtig sein, wie man den das Modell jetzt hält. Ich habe es jetzt oben am Kopf und hier unten am Base, weil der Kopf wird ja jetzt eh noch nicht bemalt. So, der kleine Assistent malt einen, ich glaube, das ist ein Einzelmännchen oder ein Meinzelmännchen. Gell? Sieht man auch öfters mal im CDF. Und ich bin noch ganz früh morgens. Kleiner Assistent wollte heute ein bisschen früher aufstehen. Ja. Ich bin großer. Du bist der, aber im Vergleich zum Großen bist du der kleine Assistent. Naja, auf jeden Fall sind wir nach Müsli-Essen hochgegangen. Sind noch ganz früh und malen jetzt schon direkt. Die anderen schlafen noch. So, und ich finde die Farbkombination von dem Hellbraun zum Dunkelbraun, zum Orange, ich zum Schwarz, richtig gut. Sag nur den Topf. Und jetzt werden wir die Haut. Sag nur den Topf. Das ist ja. Das schon fertig. Bisschen dunklere Hautfarbe. Ja. Gleich werden wir jetzt mal mit Sandri das probieren. Und danach können wir es nochmal waschen. Gut schütteln. Ich habe jetzt einen kleinen Pinsel genommen, weil die Hautflächen ja nicht so groß sind. Boah, die Farben nicht. So. Fange jetzt einfach mal bei der Hand an. Das Fernglas habe ich auch schwarz gemalt. Nicht wackeln. Ach. Wann sagst du Tschüss? Gleich, wenn ich den Kopf bemalt habe. So, der Bart bleibt weiß. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht so wackeln, bitte. Papa. Ja. Du sollst mir das da aufmachen. Mache ich gleich auf. Sieht es ein bisschen wässrig aus, aber wenn es dann getrocknet ist, dann ist es eine sehr schöne Farbschicht. Nicht wackeln, bitte. Warte doch nicht. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Ich hab's nicht gemacht. So. Ich glaube, das ist jetzt in Ordnung. Was? Ich glaube, das ist jetzt in Ordnung. Bitte? Ich glaube, es ist jetzt in Ordnung. Ja, die andere Hand mache ich auch gleich noch. Da. So, der kleine Assistent, der füttert mich mit Salzstangen, gell? Achtung, eine Salzstange bitte in meinen Mund. Ah. Das war meine. Ich will auch eine. Große. Eine nur. Von deinem Toten. Ja, ist okay. Dann kann man sozusagen freihändig malen und essen. Das ist gut. So. Und das da, kennst du den schon? Mhm. Ist das ein guter oder ist ein böser? Guter. Ein guter? Mhm. Das ist der Commander Gideon Argus. Und der hat aber nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf, gell? Nein. Aber dafür hat er einen riesigen Bart. Aha. Sieht er soweit ganz gut aus, wie ich den auch und angemacht habe? Dein Dosenbein und dein Dosenbein auch ein Bein. Das sieht doch so ähnlich aus wie der hier, oder? Hm? Warum? Weil der da nicht viele Haare hat. Das ist der Bart. Naja, ich muss noch ein bisschen malen. Während jetzt die Haut trocknet. Der ist so klein. Ja, der ist kleiner.
Aber der ist tot. Mache ich jetzt als erstes mal mit Chainmail noch die Gürtelschnalle. Ganz wenig nur. Nicht wackeln mit. Mhm. Sehr gut. Und dabei eine Salzstange gegessen. So, ich würde sagen, das brauchen wir gleich noch mit Necron Compound. Necron Compound und ein kleiner Dry Brush. Schon ein bisschen abgerieben. Und da gehen wir jetzt nur hier vorne am Lauf ganz, ganz vorsichtig mal ein bisschen drüber. Dankeschön. Weiß nicht, ob sich das so toll anhört auf dem Video. Machen wir hier oben auch. Die Waffen, die sind also echt nicht so toll ausgestaltet, muss ich echt sagen. So, das Fernglas mache ich auch noch. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Beim Fernglas mache ich gleich noch die Linsen ein bisschen farbig. Das sieht schon mal ganz nett aus. Jetzt machen wir mit Mechanicus Standard Grey und einem größeren Trockenbürstpinsel direkt noch Base und, Base und die Schuhe, Stiefel. Meine Stiefel einfach nur ganz wenig, die ein bisschen nutze aussehen. So, Dawnstone, den Pinsel habe ich nicht gewaschen, einfach so reingetunkt und dann auf dem Küchenpapier ausgedrückt. Du wackelst mir zu viel. Ausreichend. So, den Rand mache ich noch mit Mechanicus Standard Grey und dann geht's weiter. Die Linsen machen wir mal in Rot. Die sieht man eh kaum. Und zwar war es ein bisschen viel. Da sind so. Ich möchte auf den Hand. Du bist. Ey. Entschuldigung. Ja, so. Und von unten mache ich das genau so. So, wo wir gerade schon bei Rot sind, der hat hier noch ein Abzeichen und hier ist noch das Rebellensymbol. Das Abzeichen, das ist die Jedi-Ritterin. Dieses Abzeichen auf der Brust ist da ganz, ganz schwach modelliert. Male ich gleich noch rot an. Das sind einfach nur einzelne Punkte, wie man auch hier so sieht. Allerdings hier dieses Symbol fehlt hier. Das haben wir bei dem anderen Veteran, da ist nochmal so, ja, eigentlich hier so ein runder Button und da konnte man das da so aufmalen, aber hier fehlt's. Darum werde ich das auch da nicht malen. Als nächstes mit Weiß werden wir den Bart noch ein bisschen verbessern. Und zwar hat der erstens... Darf ich jetzt machen? Nee, ich brauche den gleich mal.
Der hat hier die Augenbrauen sind ziemlich deutlich ausgebildet. Was halten? Mhm. Was sie? Gleich fällt's um. Sieht schon gut aus. Da. Und der hat natürlich noch einen Schnauzbart. Dankeschön. Kannst du besser dann? Lauch du noch gleich nochmal. Die Koteletten gehen hier noch ein bisschen hoch zum Ohr. Und dann noch die Ohren weiß machen. Nee, die Ohren nicht. Warum? Lauch du noch gleich nochmal. Wo ist denn hier das Ohr? Ist das das Ohr? Hm. Da muss ich hier noch ein bisschen nachmalen. Ich glaube, das ist das Ohr. Okay, dann machen wir direkt noch die Augen. Das zeige ich nicht mehr. Das ist einfach ein Punkt in die Mitte von den Augen und dann nochmal in die Mitte, dann davon noch einen schwarzen. So, mit den Augen sieht es natürlich direkt besser aus, das Modell. Und ich werde jetzt komplett alles grün von Sepia waschen. Weil ich denke, die Farben, die sind richtig gut dafür. Das Weiß, dann hier das Bleachbone, das Graveyard Earth und natürlich das Zandritast. Und das Joker Aero Orange. Ganz toll, ganz gut. Moment, schütteln. Und dann nehmen wir wieder den großen Bosch Brush. Und dann Augen zu. Tut immer ein bisschen weh. Ja, wir können das ja noch steuern. Da sieht man auf jeden Fall schön, das Bleachbone wird schön akzentuiert davon. Oder es läuft schön in die Vertiefung rein. Wenn es zu viel ist, nehmen wir es wieder ein bisschen weg. Es soll ja auch nicht zu fleckig wirken. Das darf ich. Hier sieht man es auch sehr schön. Genau. Ich habe jetzt ein Stempel. Das darf ich. Aber nicht auf die Hand stempeln. Ich habe gar nichts auf die Hand gestempelt. So, und das gleiche machen wir natürlich auch hier vorne. Schau, ich habe hier auf das Gesicht gestempelt. Moment, ich muss mich hier gerade konzentrieren. Ja. Und auf dem Bart kann man es wieder ein bisschen wegnehmen, wenn da zu viel ist. Also ruhig überall. Wow, kein Problem. Wenn man es natürlich schöner machen will, könnte man verschiedene Washes benutzen, aber jetzt. Nee. Ich filme hier gerade. Naja, ich mache jetzt weiter. Also könnte man verschiedene Washes verwenden, aber ich denke, bei der Miniatur ist rein. Nachdem alles gut getrocknet ist, sieht der gute Commander so aus. Und das sieht jetzt richtig, richtig nah an dem Erscheinungsbild hier. Sieht richtig gut aus. Einzige, was ich vergessen habe, das hätte ich natürlich vorher noch machen sollen, ist hier die Fingernägel, die natürlich nicht ausmoduliert sind, noch mit Bleachbone zu bemalen. Das mache ich jetzt einfach noch. Da wird einfach nur ein kleiner Punkt auf die Fingernägel gesetzt. Es wäre natürlich gut gewesen, das vor dem Waschen mit Grün von Sepia zu machen. Könnt ihr jetzt dann vorher machen. Sieht man auch kaum. Wie gesagt, relativ schlecht modelliert. Zum Beispiel bei der anderen Hand auch noch. Der Commander ist fertig. Und ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, den anzumalen, weil so ein Farbschema habe ich eigentlich noch nicht gehabt. Wenn man immer Orks anmalt, ist halt viel Grün dabei. Hier haben wir echt ganz viele verschiedene Farben, die zueinander doch super gut passen. Da haben wir Bleachbone, der Mantel, dann haben wir Graveyard Earth, ein Oberteil vom Mantel, wir haben Weiß, wir haben Joker Aero Orange, wir haben Schwarz,
Und dann noch die Hautfarbe Santri Dust und noch ein bisschen Chainmail oder Necron Compound. Zusammen alles mit Grün von Sepia gewascht. Sieht richtig gut aus und sieht genauso aus wie auf der Karte. Natürlich fehlen der Figur noch ein paar Details, also von der Modulation her. Aber ich finde, das ist eine ziemlich gute Figur von Imperial Assault. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare hier unten lasst. Am besten natürlich positive. Und einen Daumen hoch, da bin ich immer sehr motiviert, dann weitere Videos zu machen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chef Oberboss. Macht's gut, tschüss.